Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Experiment. Heute werde ich Down Under von Men at Work covern. Ihr wisst schon, I come from a land down under. Dum, dum. Aber mit einem Twist. Ich werde nur Geräusche aus meinem Natur-Soundarchiv verwenden. Klingt verrückt, oder? Aber genau das macht es so spannend. Und das Beste, wir sind heute draußen unterwegs, während ich euch den kreativen Prozess erkläre. Die Frage ist, kann ich diesen Song nur mit Geräuschen aus der Natur nachbauen? Ich habe über die Zeit viele faszinierende Klänge gesammelt. Von Vogelgesang bis zum Wind in den Bäumen. Heute möchte ich testen, ob diese Geräusche auch einen ganzen Song tragen können. Zusätzlich habe ich auch den Text des Songs neu geschrieben, damit er zu dem passt, was Natur für mich bedeutet. Jeder Song hat seine Bausteine. Melodie, Rhythmus, Background Sounds. Mein Plan ist es, jedes dieser Elemente mit Naturgeräuschen zu ersetzen. Also, viele kleine Geräusche sollen es schaffen, die Melodie zu tragen. Auch wenn ich heute keine neuen Sounds aufnehme, diese Wanderung hilft mir, mich in die kreative Stimmung zu versetzen. Die Natur inspiriert mich immer, auch wenn ich auf Sounds zurückgreife, die ich bereits gesammelt habe. Als erstes brauchen wir die Drums. Der Grundrhythmus ist bei diesem Song relativ simpel, das kommt uns natürlich entgegen. Zum einen die Bass, die erinnert mich daran, so Schritt für Schritt über den Waldboden zu laufen. Und bei der Snare auch, nur da ist ein bisschen mehr Laub unter den Füßen. Also Bass und Snare wechseln sich ab. Zusammen klingt das Ganze dann so. Der Song wird auch relativ durchgehend von Shakern begleitet. Da nehme ich auch gerne mal das Geräusch, wenn man einen Buschzweig schnell bewegt. Und das Ganze klingt dann ungefähr so. Die Drums sind wichtig, aber noch wichtiger ist der Bass. Und da was Passendes zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich habe das in diesem Fall mit eher einem zufälligen Fund gelöst. Und zwar mit dem Summen einer Fliege, die zufälligerweise sehr nah an meinem Mikrofon vorbeigeflogen ist. Das ist ein guter Anfang, aber da kann man bestimmt irgendwann noch mal mehr rausholen. Und das, was dem ganzen Volumen gibt, sind die Melodiestimmen. Da eignen sich zum einen natürlich Vogelstimmen sehr gut, aber auch alles andere, was einen Melodieklang hat. Zum Beispiel kann man auch auf Gräsern pfeifen. Es lohnt sich auf jeden Fall, verschiedene Stimmen zu mischen. Und weil der Text im Original da noch nicht wirklich drauf gepasst hat, schreibe ich ihn einfach um. So, dass das Ganze zu dem passt, was wir hier auf dem Kanal machen. Und jetzt kommt der spannende Teil. Wie bringe ich all diese Geräusche zusammen, um einen Song zu bauen? Ich versuche dazu, das beste Geräusch auf jeder Aufnahme zu finden und zu isolieren. Das heißt, entsprechend zurechtschneiden und gewisse Frequenzen einfach rausnehmen. Und dann packe ich es in meinem Bearbeitungsprogramm in einen Sampler und stimme dort die Instrumente, also meine Geräusche. Und anschließend kann ich ganz normal mit ihnen arbeiten. Auch wenn ich diesmal keine neuen Klänge aufgenommen habe, so zeigt dieses Projekt, dass die Natur eine unendliche Quelle an kreativen Möglichkeiten bietet. Mir hat es Spaß gemacht, meine alten Aufnahmen zu nutzen und wieder etwas ganz Neues daraus zu erschaffen. Ich hoffe, es inspiriert euch, selbst kreativ zu werden. Egal ob in der Natur oder mit eurem Soundarchiv. Wenn dir das Experiment gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und mir mal in den Kommentaren sagst, welche Naturgeräusche du in einem Song einbauen würdest. Hier kommt der Song komplett mit Geräuschen aus meinem Soundarchiv. Es ist doch unglaublich, wie viel man aus den Klängen der Natur schaffen kann. Also, bleib kreativ und draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Treffe deinen Wald unterwegs und das Mikrofon steht im Gepäck. Ich entdecke was Wildes, das auch gut klingt. Keine Panik, die Aufnahme beginnt. Und wir sind kreativ und gerne draußen. Das Wetter kann uns nicht zersauen. Leute nimm deine Ferne dann nah. Mach dich bereit, mach die Aufnahme klar. We'll be right back.
Der Würfel weist unseren Weg. Das Tagesziel, Kreativität. Wo kannst du dein eigenes Feuer jetzt starten? Klar bei Abenteuer-Oase. Kreativ und gerne draußen. Das Wetter kann uns nichts versauen. Lauscht den Wind und mit fernen Donner. Mach dich bereit, mach die Aufnahme klar. Kreativ und gerne draußen. Das Wetter kann uns nichts versauen. Lauscht den Wind und mit fernen Donner. Mach dich bereit, mach die Aufnahme klar.